Ich verdiene mein Geld tatsächlich damit, dass ich auf Bühnen gehe und nicht weiß, was passieren wird. Ich spiele und unterrichte weltweit Impro-Theater. Und was beim Impro-Theater wichtig ist und ob das jeder kann und wohin über meinen Talk gehen wird, das finde ich jetzt mit euch heraus. Denn ehrlicherweise werde ich diesen Talk auch improvisieren. Ihr wisst jetzt schon, wie ich heiße. Ich heiße Manuel. Ich würde aber auch gern euch alle kennenlernen. Ich habe jetzt aber keine Zeit, jeden einzelnen von euch zu befragen. Deswegen zähle ich gleich bis drei. Und wenn ich bis drei gezählt habe, dürft ihr alle mal so inbrünstig, wie ihr kennt, euren Vornamen rufen. Ziemlich begeistert, denn ich freue mich, euch kennenzulernen. Wir testen es einfach mal aus. Ich zähle bis drei und danach rufen wir alle zusammen, wie wir heißen. Und ich verspreche, ich werde jeden einzelnen Namen hören. Ich kann euch nachher persönlich ansprechen. Eins, zwei, drei. Jan. Jan ist auf jeden Fall da. Schön, dich kennenzulernen. Annika habe ich gehört. Schön, euch alle kennenzulernen. Wenn ich Impro-Theater spiele, jetzt wollte ich nach Saallicht fragen, aber ich weiß nicht, ob das geht. Kann ich Saallicht haben oder ist das technisch unmöglich? Ich sehe die Technik da oben. Guck mal, Saallicht, das ist so ein bisschen Saallicht. Vielen Dank für die Technik. Die wusste auch nicht, dass das passieren wird. Wenn ich Impro-Theater spiele, darauf möchte ich gleich eingehen. Vorher wollte ich aber noch fragen, wisst ihr eigentlich, was Impro-Theater ist? Ihr könnt einfach mal eure Hand heben. Ich sehe euch jetzt. Falls ihr wisst, was Impro-Theater ist, was ihr schon mal gesehen habt, gehört habt, gelesen habt, Hand heben, perfekt. Habt ihr überhaupt keine Ahnung, was Impro-Theater ist? So Gegenfrage, jetzt eure Hand heben. Okay, das sind auch einige. Wer meldet sich nicht bei solchen Sachen? Wer denkt, ich melde mich nicht, wenn mich jemand was fragt? Perfekt, da gibt es eigentlich auch immer einige. Impro-Theater bedeutet, ich gehe auf die Bühne, ich spiele Theater mit meinen Mitschauspielerinnen und Schauspielern, aber wir haben vorher keinen Text auswendig gelernt, keine Rollen einstudiert, wir haben kein Kostüm an, wir wissen nicht, was passieren wird. Wenn das nicht funktioniert, was passieren kann, ist das ziemlich unangenehm. Dann ist das peinlich, nicht gut, nicht sehenswert. Wenn das funktioniert, und das funktioniert allermeistens, kommen danach Leute zu mir und sagen, Manuel, erstens glaube ich nicht, das war improvisiert. Zweitens, ich könnte das nie. Ich bin nicht spontan genug. Ich bin nicht kreativ. Ich bin nicht mutig genug. Ich würde mich das nie trauen. Mittlerweile habe ich auf 3 Kontinenten in 14 Ländern über 1000 Leute unterrichtet. Die meisten davon sind Laien, die haben sowas noch nie gemacht und die sind am Ende von meinem Unterricht auf die Bühne gegangen, hatten Auftritte, waren unterhaltsam, haben sich das getraut. Diese Sachen, die sie mir also vorher gesagt haben, das sind Regeln, die sie sich selbst eingeregelt haben. Das sind sogenannte Glaubenssätze. Sachen, die wir irgendwann mal begriffen haben für uns selbst, was wir angeblich nicht können, was wir nie machen werden, was wir nicht sind und die wir irgendwie verinnerlicht haben. Ich hatte sowas auch schon sehr oft in meinem Leben. Ich dachte ganz, ganz lange, dass ich nicht singen kann. Mir hat das mal irgendwann ein Musiklehrer gesagt in der Schule, hat gesagt, Manuel, du kannst nicht singen, hör bitte auf mit dem Singen, das ist ziemlich unangenehm für alle. Einfach hier in die Ecke mal ein bisschen, was am Malen konnte ich auch nicht, das hat mir dann mein Kunstlehrer gesagt. Dann habe ich irgendwann einfach Gesangsunterricht genommen und ja, also ich werde jetzt keine Solokonzerte singen, aber ich habe gelernt, dass ich es kann. Also ich habe eine Stimme, die kann man kontrollieren, so kann man nicht ziemlich alles lernen. Wenn dann Leute in meinen Unterricht kommen, und die diese Glaubenssätze haben, ich bin nicht kreativ, ich bin nicht schlagfertig, ich bin nicht spontan. Was mache ich denn dann mit denen? Bringe ich denen dann Theater und Schauspiel bei? Nee, ich bringe denen eigentlich ziemlich viel anderes bei. Und das sind so ein paar Methodiken, die möchte ich euch jetzt an die Hand geben. Hoffentlich lernt ihr was draus, vielleicht könnt ihr was mitnehmen. Wenn nicht, schmeißt es weg, dann sagt mir später, es war scheiße. Ist auch völlig okay, damit kommt mein Ego klar. Das allererste, was ich den Leuten beibringe in meinem Unterricht, und das möchte ich euch wirklich, das brennt mir auf der Seele, das möchte ich euch mitgeben, ist, dass Fehler völlig okay sind. Das allererste, was ich in meinem Unterricht mache, ist eine Übung, die nicht klappen kann. Das ist eine Übung, eine Gruppenübung, die scheitert jedes Mal. Die Leute fühlen sich dann wirklich sichtlich unangenehm, die denken, sie sind die größten Trottel, wo sind sie da gelandet, bis ich ihnen erkläre, diese Übung war dafür da, dass sie Fehler machen, dass das einfach okay ist. Wenn ihr immer nur Dinge macht, die ihr schon könnt, werdet ihr nie wieder was Neues in eurem Leben machen. Ihr werdet für immer da bleiben, wo ihr gerade seid. Ihr werdet nichts mehr Neues ausprobieren, ihr werdet nichts mehr Neues wagen. Ihr werdet keine neue Sprache lernen, weil ihr denkt, ihr habt Angst, sie falsch zu konjugieren. Ihr werdet kein neues Hobby probieren, weil ihr könntet ja nicht gut genug darin sein. Ihr werdet keinen neuen Sport probieren, keine neuen Leute kennenlernen, weil dieses Tinder-Date, auf das ihr heute Abend gehen wollt, könnte ja unangenehm enden.
Nein, probiert neue Dinge aus. Wenn ihr Fehler macht, lernt daraus. Keiner wird mit euch so kritisch sein, der bei Verstand ist, wie ihr mit euch selbst. Das merke ich immer wieder in meinem Unterricht, dass Leute so harsch sind mit sich selbst, wie sie es gar nicht verdient haben. Und sehr freundlich und wohlwollend mit anderen übrigens. Fehler sind völlig okay. Und das werde ich euch jetzt auch noch beweisen. Ich brauche noch mal kurz das Saallicht, wenn es noch ein bisschen heller geht, wenn nicht so auch ausgezeichnet. Ihr dürft mal alle eure rechte Hand nehmen und mit dem Zeigefinger auf mich zeigen. Einfach mal auf mich zeigen, das schaffen doch alle. Die linke Hand nehmen, mir einen Daumen hoch geben. Das schaffen auch noch alle. Wenn ich jetzt sage, wechseln wir. Also die rechte Hand wird zum Daumen, die linke Hand wird zum Zeigefinger. Jetzt. 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 Ich guck mal hin. Schaffen ganz schön viele nicht. Ich auch nicht immer. Aber das ist ein Skill, den kein Mensch braucht und die allermeisten Menschen noch nie probiert haben. Warum sollt ihr das können? Warum ist es schlimm, wenn ihr es nicht könnt? Wenn ihr jetzt 2 Minuten daheim vorm Spiegel trainiert, könnt ihr das. Völlig okay, dass es jetzt nicht geklappt hat. Aber wenn es klappt, könnt ihr auf Partys gehen, die Partyfrage stellen und den Trick noch nebenbei machen. Das Zweite, was ich meinen Schülerinnen und Schülern beibringe, ist zuhören. Auch das hatten wir schon. Zuhören in Beziehungen, zuhören auf der Arbeit. Was wir Menschen denken, was wir so gut können, und ihr macht es wirklich ausgezeichnet im Moment, ist, dass wir zuhören können, aber es können erstaunlich wenig Menschen richtig gut. Wir, durch die Beziehungen, die wir pflegen, durch die Kontexte, die wir haben, Arbeitsalltag, Privatleben, familiäres Umfeld, wissen wir eigentlich schon, was der andere Mensch uns sagen will. Nach 50% des Inhalts des anderen, nach 50% des Satzes, überlegen wir uns eigentlich, was wir als nächstes sagen werden, was wir antworten wollen. Wir sind viel mehr interessiert an dem, was wir gleich plappern werden, anstatt an dem, was der andere Mensch mir gerade sagt. Und da gehört nicht nur das verbale Wort dazu, da gehört auch Mimik dazu, Gestik. Wie nah steht der Mensch mir? Steht er weit weg, wendet er sich ab? Steht er mit offenen Armen da? Steht er mit verschränkten Armen da? Das sind mal Dinge, die wir alle wahrnehmen können, das können wir auch. Wir Menschen sind gut darauf programmiert, solche Sachen zu empfangen. Wir sind nur so beschäftigt mit den eigenen Gedanken, weil wir das Richtige sagen wollen, anstatt dass wir einfach mal zuhören und darauf reagieren. Auch da möchte ich euch ein Beispiel geben aus dem Impro-Theater. Beim Impro-Theater wissen wir, wie gesagt, die Rollen nicht, die Texte nicht. Das heißt, wenn ich mit einer Schauspielerin eine Szene spielen würde und ich sage zu ihr, du hast da echt ein schönes Kleid an, überlegt sie vielleicht jetzt sich schon, wie sie darauf reagieren wird. Wird sie darauf wütend reagieren, weil ich sie auf ihr äußerlich reduziere? Freut sie sich, weil ich ihr ein Kompliment mache? Aber wenn ich noch ein Wort hinten an diesen Satz anfüge, verändert er sich komplett. Ich sage, du hast ein schönes Kleid an, Schwesterherz. Etabliert das eine ganz andere Beziehung, als wenn ich sage, du hast ein schönes Kleid an, Schatz. Ich weiß, wenn ihr jetzt Game of Thrones Fans seid, denkt ihr, das ist wahrscheinlich das Gleiche, ist es aber nicht im Alltag. Wenn ich meiner Partnerin sage, sie ein schönes Kleid an, hat das meistens eine andere Intonation als und Bedeutung, als wenn ich es meiner Schwester sage. Von daher zuhören, anderen Raum gehen, anderen Ideen Raum geben, dass jeder gehört wird. Das bringt mich zum nächsten Punkt, der elementar wichtig ist beim Improvisieren auf der Bühne, aber für mich auch im zwischenmenschlichen Kontext in Kommunikation. Akzeptanz. Irgendjemand hat es vorhin gesagt, ich glaube, es war im Hyperloop-Talk. Neue Ideen brauchen Raum, gehört zu werden. Ich hatte früher mal einen Job als Angestellter, ich war Projektleiter bei einem sehr großen deutschen Konzern. Ich habe sehr oft folgende Sätze gehört. Dafür ist keine Zeit und kein Budget. Das ist historisch so gewachsen. Und nein, das haben wir schon immer so gemacht. Das sind Sätze, die jegliche Produktivität und Kreativität, Mut, Selbstvertrauen zerstören und niederringen. Auch da mache ich mit euch mal ein kurzes Experiment. Ich werde euch gleich eine Frage stellen. Ihr könnt mal alle so inbrünstig und aggressiv, wie ihr könnt, Nein rufen. Einfach nur Nein, das schafft ihr alle. Habt ihr Bock, dass ich euch eine Geschichte erzähle? Das sind immer ein paar sehr lustige dabei, die Ja sagen. Ich habe aber nach Nein gefragt. Also Nein wollt ihr nicht. Das heißt, ihr habt meine Idee zerstört. Meine Geschichte wird nie das Licht der Welt erblicken. Ihr werdet nie erfahren, wie kreativ diese Geschichte gewesen wäre. Schade, aber eure Schuld. Von daher ist Akzeptanz wichtig. Warum wollt ihr meine Geschichte nicht hören? Na, weiß nicht, vielleicht keine Zeit. Wir testen es nochmal. Ich frage euch die gleiche Frage nochmal. Vielleicht frage ich auch mehrere Fragen. Und ihr ruft immer so inbrünstig, wie ihr könnt, Ja.
nicht wirklich, ich bitte alle darum, Ja zu rufen. Ich weiß, es ist lustig, manchmal nicht das zu tun, was man gefragt wird, break the rules und so, aber für mein Beispiel ist das Ja elementar. Habt ihr Bock, dass ich euch eine Geschichte erzähle? Ja. Geht es darin um Aliens? Ja. Haben die ein Raumschiff? Ja. Landen die damit auf der Erde? Ja. Sind die verdammt süß? Ja. Und haben die was zu essen dabei? Ja. Können die damit den Welthunger beenden? Ja, das ist eine ziemlich gute Geschichte und ein schönes Happy End. Schön wäre es, wenn das so passieren würde. Aber ihr habt gemerkt, die Geschichte kam ins Rollen. Ihr habt gehört, was ich euch erzählen wollte. War übrigens auch improvisiert. Hatte ich mir nicht vorüberlegt, diese Geschichte. Dafür war sie doch sehr gut. Gell? Ja, aber wenn ich euch nicht hätte. Also, wir kommen aber jetzt zum nächsten und größten Baustein, den ich euch heute mitgeben werde. Ihr habt es gemerkt, ihr habt immer Ja gesagt, ihr habt meine Ideen unterstützt. Ihr habt sie akzeptiert, ihr habt meinen Ideen Raum gegeben, aber am Ende waren es nur meine Ideen. Ihr habt nur Ja gesagt, ihr wart sozusagen Mitläufer meiner Idee. Die ganze kreative Arbeit, die ganze Last, die ganze Verantwortung lastete auf meinen Schultern. Ich musste mir überlegen, was passiert als nächstes in dieser Geschichte. Das kann ein immens großer Druck sein, auf der Bühne, aber auch im Alltag. Ihr alle habt vielleicht schon mal Situationen erlebt, wo die ganze Gruppe zu euch schaute, wo ihr Dinge entscheiden musstet, in die Hand nehmen musstet. Vielleicht seid ihr Eltern, habt Kinder, die von euch abhängen. Vielleicht habt ihr Beziehungen, Verwandte, die von euch abhängig sind. Das ist eine Last, die man eigentlich nicht tragen will und sollte die ganze Zeit. Deswegen gibt es beim Impro-Theater das Regelwerk Ja sagen, aber auch Und sagen. Yes and auf Englisch. Das bedeutet, ja, ich nehme deine Idee an, Manuel, und ich füge etwas zu deiner Idee hinzu. Deine Idee wird unsere Idee. Jetzt mache ich etwas, das habe ich in der Generalprobe nicht gemacht, das habe ich auch nie angekündigt, weil das entspricht nicht den TEDx-Regeln. Ich breche jetzt die TEDx-Regeln und zwar rufe ich Lara zu mir auf die Bühne. Liebe Lara, du müsstest mal kurz zu mir kommen. Ich hoffe, ihr Mikro ist an. Riesenapplaus für Lara. Hi. Hallo. Ich mache jetzt mit Lara eine Übung, die ich auch in meinem Unterricht mache. Das ist wirklich erste Stunde Improvisationstheater-Übung. Einfach um zu zeigen, wie gut man miteinander Ideen aufbauen kann. Gar nicht schlimm, was gleich passieren wird, ich verspreche es. Und wir haben auch schon gelernt, wenn Fehler passieren, wenn wir scheitern, ist es auch nicht schlimm. Das Leben geht immer weiter. Ich werde gleich einen Satz sagen, eine Geschichte anfangen zu erzählen. Und du sagst dann Ja und fügst etwas zu dieser Geschichte hinzu. Okay. Elementar wichtig ist wirklich, dass wir immer Ja und sagen und etwas hinzufügen. Gerne auch was vom letzten Satz aufgreifen. Wenn ich zum Beispiel sage, wir gehen ins Kino, sagst du Ja und, weil wir ins Kino gehen, kaufen wir uns Popcorn. Verstanden? Verstanden. Ich vertraue dir vollkommen. Ich vertraue dir mehr als mir. Ich vertraue dir noch nicht so ganz, aber schauen wir mal. Das ist ein Satz, den ich sehr oft von Frauen gesagt bekomme und auch von Männern leider. Also, wir gehen spazieren. Ja, und wir begegnen einer süßen kleinen Katze. Ja, und weil wir dieser süßen kleinen Katze begegnen, fangen wir sie an zu streicheln. Ja, und Katzen, man kennt sie, finden das gar nicht so toll und wir werden erstmal gekratzt. Ja, und weil wir gekratzt wurden, bluten wir ganz schön heftig an den Armen. Ja, und dann kommen Spaziergänger vorbei, die uns fragen, was wir denn da angestellt haben. Ja, und diese Spaziergänger, die betteln wir an und fragen, ob sie ein Pflaster haben. Ja, und die sagen, wir reden nicht mit fremden Leuten über irgendwelche medizinischen Fragen, da müssen sie jemand anderen suchen. Ja, und wir akzeptieren diese Aussage und schleppen uns blutig aus dem Wald nach Hause und verbinden unsere Arme selbst. Vielen Dank, Lara, für diesen spontanen Einsatz. Ich habe die Panik in den Augen gesehen, aber sie hat es geschafft und sie hat es wunderbar gemacht. Das war jetzt Impro-Theater auf der kleinsten Ebene, die man machen kann. Einfach mal zusammen eine Geschichte erzählen und merken, das funktioniert. Da kommt was rum, das ist nicht immer Shakespeare oder Hollywood-würdig. Aber wenn man aufeinander eingeht, kommt ein rundes Ende wahrscheinlich raus. Das könnt ihr gerne nachher mit Fremden an der Bar einfach mal testen. Sagen, Manuel hat es euch aufgetragen, ihr müsst. Das allerletzte, was ich euch mitgeben möchte heute Abend. Spielt mehr, habt mehr Spaß. Geht raus, ladet Leute ein, macht einen Brettspielabend, spielt Computerspiele, lest euch Geschichten vor, schaut Filme an, redet darüber, entdeckt Geschichten, Abenteuer, geht in einen Escape Room, was auch immer euch Freude bringt.
Wir Menschen sind so darauf erpicht, produktiv zu sein, zu funktionieren, einen Mehrwert zu schaffen für uns selbst, für andere, für Firmen, dass wir viel zu häufig vergessen, wie viel Spaß ein Leben eigentlich machen kann. Ich weiß nicht, ob ihr Kinder in eurem Umfeld habt. Kinder sind ziemlich kreativ und spielen ziemlich geile Dinge. Einfach mal mehr wie Kinder sein, in Rollen schlüpfen, spielen, Spaß haben. Die Regeln, die wir uns selbst auferlegen, diese Glaubenssätze einfach mal sein lassen. Meldet euch zum Finish-Kurs an, macht einen Tauchkurs. Fahrt 27.000 Kilometer um die Erde. Was auch immer ihr mal probieren wollt, ihr habt echt wahrscheinlich nur dieses eine Leben. Ich kann es nicht versprechen, dass nur eins ist, aber eins habt ihr auf jeden Fall. Und ich habe mich gefreut, hier zu sein. Ciao.